Hannover 96 diese Saison noch den Aufstieg schafft. Jörg Sievers. Der Torwart hat sogar Wetten darauf abgeschlossen. Und sie alle hoffen natürlich mit ihm. Zumal die 96er in den letzten Heimspielen so sehr überzeugten. 7-1 Punkte. Uhlmeier. Und schon die erste Aktion in diesem Spiel. Riesenchance für Milos Jelmers. Ja, so hatte Trainer Eberhard Vogel seine Hannoveraner zum 4-1 gegen Saarbrücken und St. Pauli überredet. Und dann ergriffen die Kölner selbst die Initiative. Mit Swingard. Und kein Zweifel an der Entscheidung von Schiedsrichter Wagner aus Hofheim. Nach diesem Foul von Matthias Kuhlmann. Freistoß, Dirk Lottner, Torentfernung 25 Meter. Und nach nur 9 Minuten heißt es 0-1. Jörg Sievers völlig überrascht, denn Lottners Geschoss mit viel Effekt unerreichbar für den 1,85 Meter langen Schlussmann. Die Hannoveraner konsterniert. Selbst Michael Schönberg-Christensen, Kapitän aus Dänemark, übernervös. Fehlpass auf Fehlpass. Die Ursache, Dänemarks Nationaltrainer saß oben auf der Tribüne. Und was er sah, war viel Leerlauf. Bis auf wenige Ausnahmen. Jelmers. Und Groh. Und da handelt er etwas zu eigenständig. Ein Abspiel wäre da wohl die bessere Entscheidung gewesen. Und dann wieder die Kölner. Mutig wie in all ihren Auswärtsspielen. Lottner. Und Sievers jetzt immer häufiger im Blickpunkt. Dabei hatte sich der 28-jährige Schlussmann diesen Nachmittag viel ruhiger vorgestellt. Wieder Fehlpass Christensen, René Defke. Und wieder Sievers. Was war bloß los mit den 96ern? Ein Wunder nur, dass Sievers da noch die Ruhe blieb. Und zu einem Unvermögen gesellte sich dann auch noch das Pech. Axel Sundermann verletzt, wieder einer, für ihn kam Niklas Weiland. Und als nichts mehr ging, versuchten sie ihr Glück mit der Brechstange. Doch so sehr sie sich auch anstrengten, ohne Erfolg. Die 1-0-Führung der Kölner zur Pause durchaus verdient. Erste Pfiffe gegen 96er. Und die Gäste blieben gefährlich mit Konterangriffen. Und wie gehabt, Sievers die letzte Station. Im eigenen Stadion war er der Beste, das sagt eigentlich schon alles. Dann diese Szene. Elfmeter oder nicht. Schiedsrichter Wagner lässt weiterspielen und liegt mit seiner Entscheidung falsch, wie die Zeitlupe verdeutlicht. Milos Jelmers wird eindeutig zu Fall gebracht. Kein Strafstoß. Der Gegenstoß mit Beck. Die Kölner dachten gar nicht daran, den 1-0-Vorsprung zu sichern. Im Gegenteil. Und Swingard. Und dann heißt es sogar 0-2. Möller-Nielsen beeindruckt, denn der Torschütze ein Däne. Hannover 96 vor dem gegnerischen Tor oft einfallslos und wenn, dann ohne Übersicht. Erstaunlich nur, dass die Fans dabei auch noch bei Laune blieben. Voller Sarkasmus sangen sie sogar, oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön. Sie haben mal gesagt, wir steigen noch auf. Stehen Sie nach wie vor dazu? Ja gut, es ist ja sicherlich jetzt ein bisschen schwieriger geworden, aber wenn wir unsere normale Leistung bringen, dann ist sicherlich noch vieles möglich. Es ist ja noch eine lange Saison. Solange es solche Optimisten gibt, wird auch 96 nicht untergehen. Zurück nach Hamburg.